Ja, moin moin, wieder ganz herzlich zurückgekommen auf Kanal. Und ja, es ist endlich die Maniac da. Und zwar ist heute, sagen wir denn heute, schon Dienstag, ne? Ja, Tatsache. Und ich wollte schon eine Vermisstenanzeige aufgeben. Normalerweise kommt die immer freitags raus. Und ich habe sie dann Donnerstag im Kasten. Meistens, ja, zwischen Donnerstag und Freitag eigentlich immer. Und ja, diesmal nicht. Und ich dachte schon so, bei Facebook schon, ja, eine neue Maniac kommt am Freitag. Freut euch schon mal. Ja, ich mich schon gefreut. Na gut, diesmal hat es ein bisschen gedauert. Wem das jetzt geschuldet ist, ob Corona, ob der Post oder ob in der Redaktion, nein, an den Kiosken war sie auch pünktlich, sonst hätte ich gesagt, die spielen alle auf ihren neuen Konsolen, aber egal, wir schauen mal rein und ja, ihr habt wahrscheinlich den Hype mitgekriegt, die Playstations, die 5er Playsies, die sind alle so schnell weg gewesen und dann gab es wohl für ein paar Sekunden nochmal welche, die waren dann auch schnell weg und mittlerweile werden die dann zu horrenden Preisen auf eBay verbimmelt und ja, ich hätte ja sowieso gesagt, ab von Anfang an, ich hole mir nicht direkt am Anfang eine, weil ja, ich habe mir schon gedacht, dass das so ein Amok wird. Und erstmal gucken. Außerdem wird es auch ein bisschen billiger, wahrscheinlich dann im neuen Jahr. Und mal gucken, was so an Kinderkrankheiten da drauf wohnt. Und dann schauen wir einfach mal ein bisschen später. Ganz zu schweigen davon, dass ich auch im Moment nicht mal eben 500 Euro plus Schnickelschnackel über habe. Ne? Vom BAföG, da lebt sich's nicht so ganz, so dolle, wie man arbeitet. Gut, so, wir gucken mal. Ja, geil. Willkommen in der Zukunft. Sprach's und ein Pixelbild runter. Wobei das ja heutzutage. Ja, modern ist so zu programmieren wieder und ich finde es gut. So, dann wollen wir mal gucken. Natürlich, das blendet aber heute besonders schön so. Top-Thema, PlayStation 5, Xbox Series S und X natürlich. Dann gucken wir mal, aktuell haben wir wieder dabei, Coming haben wir dabei, Cyberpunk 2077, ja, ja. R-Type Final 2, yo, in der Tat. Bravely Default 2 sollte man auch mal einen Blick drauf werfen. Ich habe das Demo schon angespielt, erzähle ich aber gleich ein bisschen was zu, wenn wir soweit sind. Ja, dann natürlich Spieletests, dann Nachspiel, Download Only, auch mal sehr interessant. Import Only, ja, fällt gerade ein bisschen kurz aus, sehe ich. Aber erinnert mich immer so ein bisschen an unsere Vergangenheit, wo wir noch Kinder waren und dann durch Bielefeld geschlingelt sind und geguckt haben, dass wir noch irgendwelche Importspiele von irgendwelchen Videospielstores gekriegt haben, beziehungsweise dass wir versucht haben, die zu importieren. Ja, dann natürlich Spieleindex, hier ein ganzer Arschvoll hätte ich jetzt fast gesagt, darf man bestimmt sagen. Naja. Final Fight Retrospektive hier, ja. So, wir gucken einfach mal. Die PlayStation 5. Nur ist raus, großes Chaos gewesen. Ja, ich habe wie gesagt keine. Spiele aber mit dem Gedanken, definitiv mir eine zu holen im nächsten Jahr. Andererseits, ich, ja doch, ich denke, es wird eine werden auf jeden Fall. Die Frage ist nur, wann. Es ist halt so, dass ich durch meine Technikerfortbildung im Moment eigentlich zu gar nichts komme, weder zu meinem Tabletop-Kram noch zum Zocken groß. Letztens war, oder ist noch nicht, ich glaube, es abgelaufen, war Black Future 88 oder wie, ja genau, so heißt das, glaube ich, im Angebot. Das habe ich mir mal gegönnt und habe da mal ein bisschen gedaddelt. Das ist ja auch so ein Retro-Spiel, sehr schön. Und ich habe mir vorgenommen, für Weihnachten unbedingt mal wieder Octopath Traveler zu zocken. Aber egal, ich schweife so ein bisschen ab. Und ja, hier haben wir die PlayStation. Ihr könnt euch hier schön was durchlesen zur neuen PlayStation. Wenn ihr zu den Glücklichen gehört, die schon eine abgekriegt haben, herzlichen Glückwunsch. Der Bringer soll ja wohl der neue Controller sein. Ich bin gespannt. Und die nicht vorhandenen Ladezeiten. Ich bin gespannt. Mal schauen. So, dann schauen wir mal weiter. Ja, da ist ja natürlich der schöne Controller. Ich möchte mal wissen, warum die Lampe heute so blendet. Ich habe noch nichts anderes eingestellt als sonst. Jetzt blendet sie noch mehr. Naja, ich denke, wir werden es überleben. So, na, so ist noch schlechter. Irgendwann hole ich mir mal so eine Softbox. Die Frage ist nur, wo zum Teufel soll ich die hier noch hinstellen? Irgendwie muss ich auch noch selber in meinen Hobbyraum hier reinpassen. Egal. So, lange Rede, gar keinen Sinn. Wir gucken mal. Wie gesagt, der Controller soll der absolute Bringer sein. Das Design, da kann man sich ja so ein bisschen drüber streiten. Ne? Also, ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie der Weisheit letzter Schluss ist. Ich meine, optisch, ja, macht was her, sieht schick aus. Aber vom hausmännischen Standpunkt her natürlich auch wieder viele Lamellen, wo viel Staub reinfallen kann, schlecht sauber zu halten. Und es ist ja nicht nur ein optischer Aspekt, wenn das jetzt, was weiß ich, ein Stück Holz ist, wo was reingeschnitzt ist, das staubt man ab und zu mal ab oder beziehungsweise staubt zu, das juckt dir nicht. Aber hier, das muss ja auch eine gewisse Funktionalität bieten und zugestaubte Technik bin ich prinzipiell kein Fan von. Das Design von der Xbox Series X, muss ich sagen,
Am Anfang sehr gewöhnungsbedürftig, bin ich aber mittlerweile schon irgendwie Fan von. Das hat was Schlichtes, sieht aber trotzdem geil aus. Ich weiß nicht, das hat so ein bisschen Borg-Charme. Also für alle, die jetzt nicht Star Trek-affin sind, die können da wahrscheinlich nichts mit anfangen. Das ist ein Volk, was in Kuben reist und eine Schwarmintelligenz besitzt. Und die haben halt auch diese schwarzen Kuben mit grünem Licht. Und ja, allen Trekkies brauche ich da wohl nichts zu erzählen. Irgendwie hat das so ein bisschen, ne? Geht das ein bisschen in die Richtung. Ja, dann die abgespeckte Version, aber ganz ehrlich, wenn, dann würde ich mir auch die Power-Version holen, weil, ja, wenn schon neue Konsole nach, wie lange hat das gedauert? 7 Jahre, bis die neuen Konsolen raus waren? Ich glaube schon. Jo, Bild und Ton, da haben wir natürlich hier jetzt erstmal alles an in Details, was da so abgeht. Das könnt ihr euch mal in Ruhe durchlesen. Dann natürlich noch ein bisschen nützlicher Schnickelschnackel, den man dabei kaufen kann. Und ihr seht, da ist man dann auch mal ratzfatz irgendwie einen ganzen Arsch voll Geld los. Also es, ja, es bleibt dann auch im Endeffekt erstmal nicht bei der Grundanschaffung, das ist bei Konsolen aber meistens so. Man möchte dann ja vielleicht noch einen zweiten Controller dabei haben, dies und das. Und ein Spiel wäre vielleicht auch ganz schick. Das wertet so eine Konsole immer unglaublich auf, finde ich, wenn man noch ein Spiel dazu hat. Und naja, ihr wisst schon, was ich meine. So, weiter geht's mit Spider-Man. Und ja, das ist natürlich dann wieder was, wo die Grafik halt ein bisschen besser ist, ne? Wo wir gerade bei Retros waren. Hier haben wir Neo Geo, auch sehr geil. Damals auch so ein, ja, Luxus-Exot, möchte ich mal sagen. Könnt ihr euch in eine Bude stellen für 549,99. Und dann könnt ihr euch auch gleich noch irgendwie eine Base dazu holen. Die 82 cm ist und dann das Ding ist 63,5 und dann habt ihr einen richtig schönen Automaten zu Hause rumstehen. Fände ich geil, wenn ich irgendwie so ein betuchter Mensch wäre und den Platz hätte, würde ich mir auf alle Fälle ein, zwei Dinge allein wegen dem Retro-Charme irgendwie würde ich mir in eine Bude stellen. Ja, meine Frau hat ja schon gesagt, mit meinem Krempel könnte ich sowieso eine eigene Wohnung bzw. ein eigenes Haus bestimmt vorstellen, wenn wir mal im Lotto gewinnen sollten. So. Hier haben wir den Sackboy. Ich finde den Namen immer noch gut. Naja, ein gutes Skrotum, kann keiner was gegen sagen, ne? Weiter geht's mit The Pathless. Auch gut abgeschnitten. Hier haben wir noch mehr Arcade-Dinger. Und ja, ihr seht, ihr könnt euch die ganze Bude mit zustellen. So ein paar Klassiker. Eine Mortal Kombat 2 wäre natürlich schon extremst lässig. Natürlich dann direkt neben Street Fighter, vielleicht so irgendwie so Altersklassen aufsteigend. Wäre schon ganz amüsant. Jo, dann schauen wir mal weiter. Bugsnax sagt mir jetzt mal gar nichts. Falconeer, das habe ich schon mal gehört. Gears Tactics, ja, das interessiert mich tatsächlich, muss ich sagen. Das hat doch relativ gut abgeschnitten, also ziemlich gut sogar. Und auch ein Must-Have-Prädikat bekommen. Das werde ich mir auf alle Fälle mal näher durchlesen. Das ist ja recht interessant. Bright Memory. Tetris Effect Connect. Ja, das Tetris-Phänomen, das ist auch ja, nicht tot zu kriegen. Es gibt so manche Sachen, die leben und leben und leben und wenn sie tot sind, dann stehen sie wieder auf und sind untot. Und ich denke mal, Tetris, das ist definitiv so ein Gerät. Gears 5, jawohl, auch gut abgeschnitten. Dann kommen wir zu aktuell. Hier gibt es ja immer einen ganzen Teil an ja, Sachen, die die Welt braucht oder nicht braucht, je nachdem, worauf man da Bock hat, an Klamotten. Links gibt es immer ein paar aktuelle Themen, das finde ich mal ganz interessant. So ein paar Stories, die man als Normalsterblicher so nicht mitbekommen hätte. Also ich zumindest nicht. Ja, da gibt es immer interessante Sachen. Assassin's Creed Gold, höheres Gold. Bei Audible findet ihr das Hörspiel Assassin's Creed Gold. Aha, ja. Solche Sachen zum Beispiel, ne? Interessant. Pac-Man. Q fürs iOS und Android. Okay, Pac-Man ist auch so ein Phänomen. Ja, Final Fantasy VII Remake. Ja, da keine PlayStation 4, habe ich das immer noch nicht gezockt. Am Anfang hätte ich ja fast angefangen zu weinen, aber nachdem ich damals festgestellt habe, dass das Kampfsystem auf aktiv und nicht mehr auf rundenbasierend mittlerweile ausgelegt ist, bin ich da. Ja, ich will es auf alle Fälle zocken, weil Final Fantasy VII eins der geilsten meiner Meinung nach mit war. Naja, okay. Analog widmet sich der PC-Engine. Okay, das muss ich mir auch bei Gelegenheit mal durchlesen. Ja, dann haben wir Mario Kart Live Home Circuit im Test. Gestern noch die Switch, gestern, vorgestern die Switch angekurbelt. War der Wochenende oder Dienstag? Also muss es irgendwie vorgestern oder so gewesen sein. Ja, ist aber eigentlich egal. Meine Frau und ich dann mal ein bisschen rumgeguckt, was so an Neuigkeiten geht. Da ploppt ja immer dieser kleine grüne Punkt auf, wenn es Neuigkeiten irgendwie bei Nintendo gibt. Dann kann man mal gucken bei der Switch. Und ja, da habe ich dann irgendwie auch so mal ein bisschen runtergescrollt und die lustigen Mario Kart Live Home Circuit Dinger gesehen und es ist schon ganz cool. Ne? Da heizt man mit den kleinen Karts wirklich durch die Bude
Und dank Augmented Reality werden dann halt die Elemente eingeblendet und ihr heizt wirklich bei euch durch die Hütte. Finde ich schon lustig, muss ich sagen. Wie sich das in live verhält, auch wenn man sie gegenseitig in die Karre fährt und so. Und wie die Spielbarkeit von den Karts ist, das weiß ich natürlich nicht. Aber ich finde es auf alle Fälle ein lustiger Gag. So, im Test Neo Geo MVSX Home Arcade. Ja, guck da mal das Gerät doch. Definitiv mal angucken. Oh, 50 Spiele sind installiert. Ja, guck. Das sind auf alle Fälle 49 mehr als so ein normaler Automat hatte damals, ne? Da werfen wir doch mal gleich einen Blick drauf, so als alter Retro-Mensch, was wir Schönes haben, weil, ja, Neo Geo, wie gesagt, war ein Exot, den hatte damals keiner. Ja, Fatal Fury, das fällt mir natürlich sofort auf. Ja, Metal Slug, auch geile Reihe, gibt es natürlich mittlerweile auch für andere Konsolen. Finde ich auch ultra gut. Samurai Showdown, ja, das war ja damals so das Zugpferd, was man also zumindest, was wir hier so mitgekriegt haben. Natürlich von 1 bis, wo sind wir, bis 5 und 5 Special, also quasi 6 Samurai Showdown am Start. King of Fighters, genau. Last Blade, World Heroes, nochmal World Heroes, okay. Interessant, ja. Die Neo Geo war ja irgendwie verschrien als Beat'em-up-Konsole und ja, das bestätigt das hier auch, ne, mit dem Anteil an Prüglern, die da drauf sind. Auf alle Fälle sehr lustig. Gefällt mir. So, dann rechts natürlich, bevor ich das hier überblätter. Ihr könnt einzelne Hefte nachbestellen, wenn ihr was verpasst habt. Natürlich könnt ihr auch ein Abo starten. Das kommt bestimmt gleich nochmal die Werbung. So, Coming. Wir haben Spieletermine am Start. Und ja, ich denke mal, jetzt wird das mal so ein bisschen aufwärts und steil durch die Decke gehen. Neue Konsolen sind raus. Weihnachten steht vor der Tür. Ja, Sony hat das natürlich irgendwie so ein bisschen verbaselt, weil ich denke, dass die vielleicht ja so ein Viertel bis ein Drittel mehr absetzen könnten, hätten können aufgrund von Corona, also zusätzlich zu dem, was sowieso schon gegangen wäre, aber das ist nur mein subjektiver Standpunkt. Doof, wenn man dann nicht mit der Produktion hinterherkommt, hätte ich nicht von Sony gedacht, ehrlich gesagt. Ja, dann haben wir hier natürlich diverses an Spielen. Little Nightmares, das hatte ich auch meiner Frau schon mal, die ist ja so ein bisschen, ja, vielleicht auch ein bisschen mehr Horror-Fan, die kennt, glaube ich, so ziemlich jeden Horrorfilm, der rausgekommen ist, zumindest gefühlt. Ich habe ja nie so die Geduld, mich für einen ganzen Film dahinzusetzen. Ich bin dann eher, ja gut, wenn mal was Außergewöhnliches ist, dann auch, aber ja, solche Sachen, die so ein bisschen morbider sind, ja, definitiv immer ganz nett. The Ascent sagt mir gerade auch nichts, sieht aber ziemlich gut aus. Und hier, wir sehen Spieletermine, den ganzen Arsch voll. Das war klar, dass jetzt was kommt. Demon's Souls. Der Tentakelmann ist wieder da. Hier, guck. Neue alte Musik. Er sitzt an der Orgel, ja, schick. Ja, R-Type Final 2. Und ich glaube, es gibt keinen alten Retro-Gamer bzw. Gameboy-Besitzer oder sonstiges, der damals gezockt hat, den nicht R-Type irgendwann mal auf die Palme gebracht hat. Ich persönlich hab's oft gezockt und mir ist auch oft auf den Sack gegangen, aber ich habe es trotzdem wieder gezockt. Scorn, ja, das sieht natürlich auch richtig gut aus, ist aber wieder ja First Person. Das ist ja immer so ein Manko bei mir. Ich weiß, ich werde einfach mit First Person Spielen nicht warm. Bravely Default 2, jawohl. Eben noch gesagt, Octopath Traveler unbedingt mal wieder anzocken, also wieder mal zocken. Ja, die Jungs, die haben sich dann ja auch Bravely Default quasi geschnappt. Also wird ja so quasi in die. Der war ein bisschen dumm formuliert. Also ich sag mal, Square Enix, klar. Es ist aber halt von den Entwicklern, soweit ich weiß, auch von die halt auch Octopath Traveler rausgebracht haben. Schlagt mich, wenn das nicht so ist. Oder schreibt es lieber drunter, statt mich zu schlagen, ist ja auch sonst doof. Ja, auf alle Fälle anders als Octopath Traveler. Ihr seht es schon anhand der Grafik. Die Demo könnt ihr euch, ich weiß nicht, ob es sie noch gibt, aber die gab es auf alle Fälle eine ganze Zeit for free im Nintendo Store. Probiert ihr einfach mal aus und checkt mal, ob euch das gefällt. Ich persönlich hatte ja eigentlich gehofft, dass das so ein bisschen wie Octopath Traveler wird. Ist es nicht ganz, ne? Müsst ihr mal gucken. Auch die Kampfmechanik ist dran angelehnt, aber auch wieder ein bisschen abgewandelt. Vielleicht gebe ich dem nochmal eine zweite Chance. Also meine Frau hat es schon sofort verurteilt, meinte, nee, das ist nichts für mich. Und wenn die einmal so eine Meinung hat, dann bleibt sie da drauf. Ich werde mal gucken, ob ich da vielleicht noch so ein bisschen, ja, Liebe für entwickeln kann. Allerdings, wo ich jetzt wirklich heiß drauf bin, was allerdings noch dauert, die Entwickler von Suikoden, dass die da, wie auch immer das Spiel jetzt heißen mag, ich hatte das schon mal in einem der letzten Vorstellungsvideos gesagt, da habe ich mal schwer Bock drauf. So, wir gucken weiter. Retrospektive, Final Fight, ne? Ich war eben noch über Prügler gesprochen. Kennen wir alle noch von damals? Neuauflagen, Ableger.
und so weiter und so fort. Merchandise, jawohl. Sehr geil. So, es war einmal November 2000. Was haben wir da gespielt? Metropolis Street Racer, Ridge Racer 5, yo. Zelda Majora's Mask, da kann ich mich... Ach, N64 war das, yo, doch, klar. Ja, an die Ausgabe kann ich mich sogar noch erinnern. Tatsache. Ja, doch, stimmt. Jetzt klingelt es. Wir sind ein paar Tage her, ne? Ein paar Tage her. So, kommen wir zu den Spieletests hier mal so langsam. Assassin's Creed, Creed Valhalla. Nicht G, sondern Z. Xbox Series X, jawohl. Gut abgeschnitten. Dark Pictures Anthology Remothered. Oh, der ist natürlich jetzt nicht... also Müll habe ich auch schon lange nicht mehr gelesen. Die Bewertung. Watch Dogs Legion. Jo. Okay. Hätte ich gedacht, dass das vielleicht auch ein bisschen besser wegkommt. Aber naja. Das sind ja auch immer die subjektiven Meinungen der Tester. So. Audiovision im Games. Zwei Hefte, eine App. Achso, genau. Könnt ihr die einmal Audiozeitschrift und die im Games als, ja. Ist das ein Abo oder wie darf ich mir das vorstellen? App 3 in 1, bla bla bla, immer einen Tag vor Kiosk. Ich denke mal, dass das ein Abo sein wird. So, dann gucken wir mal weiter. Pikmin 3 Deluxe. Jo, satte Wertung. Die Dinger, die gibt es ja auch schon ein bisschen länger. Tropico 6 Descenders. Jakuza Like a Dragon 85, jawohl, das hat natürlich auch schön... hochgescored, das war mir aber eigentlich relativ klar. Auch mal in Ruhe durchlesen. 13. Aha. Sagt mir gar nichts. Scheint sich auch nicht zu lohnen. Need for Speed. Manche Sachen sterben nie. NHL. Ja, Sport, wie gesagt, nicht so unbedingt meins. Dirt. Bisschen was zum Rumheizen. Im Dreck, wie der Name schon sagt. Fuser, was ist dieses? Was tut man denn da so im Durchschnitt? Reizvolles Musikspiel mit toll gelungener Songmetz-Mechanik. Drumherum weniger kreativ. Okay, ein Musikspiel. So. Ja gut, bei Musik, da bin ich so ein bisschen voreingenommen. Da ist es immer schwierig, meinen Geschmack zu treffen. Cadence of Hyrule. Geschicklichkeit. Aha. Sniper Elite. Ja, Sniper ist auch, denke ich mal, allseits bekannt. Mad Red Dead. Lustiger Name. Ja, da haben wir auch hier. Was blendet das denn hier schlimm? Hyrule Warriors nochmal. Ich spiele ernsthaft mit dem Gedanken, wenn ich jetzt hier mal was nehmen würde und das dann einfach mal hier pauschal hier drunter legen würde, ist die Welt noch nicht ganz in Ordnung, aber schon besser. Vielleicht kriegen wir das ja noch ein bisschen optimiert. So, da wird auch ein Schuh draus. Weiter geht's. So, Hyrule Warriors. Jo, gut abgeschnitten tatsächlich. Sakuna of Rise and Ruin. Geschicklichkeitssimulation backen. Cloudpunk, okay. Also da hätte ich, also da habe ich jetzt ja, das war bei Steam schon mal im Angebot und auch. Kürzlich wurde das jetzt halt für Switch auch irgendwie beworben im Store. Und ich glaube, da ist man irgendwie ein Lieferant in der Zukunft oder so. Kurierfahrerabenteuer, genau, mit Cyberpunk-Ambiente. Okay, die Technik scheint wohl nicht so doll zu sein, lese ich gerade. Die Idee war nämlich eigentlich ganz cool und ich hätte auch gehofft, dass das relativ schick ist. Aber naja, mal gucken, wenn es wieder... geht so, ist natürlich nicht so das Beste. Mal gucken. Ansonsten, die Idee fand ich eigentlich ganz cool. So, Nachspiel. Ghost of Tsushima. Doom Eternal. Neo 2, Dunkelheit in der Hauptstadt. Destiny 2, Jenseits des Lichts. Pokémon, Schild und Schwert. Auch wieder sowas, wo mir irgendwie die Faszination fehlt für. So, dann Download Only. Xbox Cloud Gaming Mobile mit Touch-Steuerung. So, okay. Amnesia Rebirth, 80%. Jo. Dann haben wir... Schreck, hau hier schon vor das Stativ. Disc Room. Mit vorne. Hier sind wieder Spiele dabei, da habe ich noch nie in meinem ganzen Leben was von gehört. Auch wenn die hier teilweise richtig gut abgeschnitten haben. Horace, okay. Was tut man denn da?
Jump and Run, okay, alles klar. Ach doch, klar, das ist hier der. Den habe ich schon mal gesehen, den Bengel hier. Okay, ja, nee, den habe ich auf der Switch auch schon mal kurz irgendwie beworben gesehen. Okay, also scheint sich zu lohnen. Racer. Faktencheck. Okay. Für welches System haben wir das denn? Da, PS4, Xbox One. Buh. Okay, also Switch anscheinend erstmal nicht. Ja, wir haben jetzt ja 35. Jubiläum von, deswegen habe ich da gerade ein bisschen näher hingeguckt, 35. Jubiläum von F-Zero gehabt, kürzlich. Und, oh, nettes Ballerspiel, auch sehr gute Bewertung. Crimson Clover World Explosion. Ja, das sieht auch bunt aus. Was stehen geblieben? Achso, genau, wegen F-Zero. Damals gezockt wie die Blöden. Und das hier sah mir gerade so ein bisschen, ne, irgendwie danach aus. Deswegen musste ich da mal einen Blick eher, Blick länger hinwerfen. Crown Trick Gunner 2, Scourgebringer Forgone. Also hier lohnt es sich wirklich, gerade wenn ihr jetzt nicht so tief in der Szene drin seid, mal reinzugucken. Hier findet man so die ein oder ein andere, wie heißt das, Hidden Gem, heißt das ja auf Neudeutsch, ne? Also versteckte Perle quasi. Wo man sonst eigentlich gar nicht drauf gekommen wäre. Oceanhorn, yo, ist klar. Postal Redux, Röki. Hört sich an, als würde man IKEA einkaufen gehen, wa? The Red Lantern. Dann noch hier weitere Spiele natürlich. Und weiter geht's mit Import Only. Teuflisch teuer, okay. Okay. Ja. Mit Mantel dabei für zigtausend Euro. Verrückte Sachen gibt's auf alle Fälle. Game Gear in Mini, 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 Mini. Ja, das hat er von der Größe her, guckt euch das mal an, das ist ja noch kleiner als so ein Tamagotchi-Bildschirm oder so einfach. Kennt ihr die Dinger noch? Habt ihr das mitgemacht? Ja. Damals hatte früher auf einmal jeder so ein kleines virtuelles Tierchen in der Tasche. Interaktiv natürlich eure Leserbriefe mit Ü, genau, Briefe. Und natürlich hier einmal kurz Werbung fürs Abo. Wer da Lust und Laune drauf hat, der kann sich natürlich die Main Games, genau, entweder Maniac oder M-Games, aber nicht beides bitte zusammen, abonnieren. Ihr kriegt die dann prinzipiell immer einen Tag vor Erscheinen bei euch im Briefkasten, wenn es dann funktioniert. Diesmal hat es nicht funktioniert, ansonsten funktioniert das relativ zuverlässig. Und es gibt halt immer das schöne Abo-Cover, was sich halt deutlich abhebt von dem, was sonst geboten wird. Ihr könnt das Abo jederzeit kündigen und kriegt dann sogar noch das Restgeld zurück. Finde ich auch sehr geil, also schön offen. Brütal-Shirts, okay. Hier sehen wir eine lustige Kombination aus ja, Band-Shirts und Videospielen. Und da muss ich jetzt gleich wieder mal so ein bisschen hingucken. Und da ich ja selber irgendwie so, ja, schon seit meiner frühesten Jugend Metal-abhängig bin und Hardrock, also damals, ja, sehr geil. Also wir sehen hier, ich habe gerade mal so geguckt, für die, also ich denke mal, die Leute, die Metal hören, die werden hier viele Sachen wiedererkennen. Also ich sag mal hier, der Ghost ist klar, ne, mit der Blue Ghost in dem Falle von Mario natürlich. Dann haben wir hier Motorhead. Dann haben wir hier Dio, also Ronnie James Dio. Ja, natürlich hier Black Sabbath. Super cool gemacht. Mit ihm hier. Ja, Metallica, Ride the Lightning ist klar. Ja, Def Leppard ist klar. Super gut. Und hier Guns N' Roses. The Appetite for Destruction von Animal Crossing. Gut. Also echt innovativ finde ich immer den Bu-Geist. Und ihn hier finde ich auch richtig gut. Und den Black Sabbath. Lustige Sache, okay. So viel Zeit wollte ich eigentlich gar nicht drauf verwenden, aber ja, manchmal, ne, da packt es einen dann doch. Jo, dann sind wir nämlich auch schon durch mit der ganzen Geschichte und sehen dann hier einmal nochmal einen Ausblick auf die nächste M-Games. Und die nächste M-Games ist dann tatsächlich schon die Januar-21-Ausgabe, die erscheint am 18. Dezember. Und ja, was haben wir denn da? Schön ist natürlich PS5, Xbox X, weitere Spiele im Check.
Test Demon's Souls, Call of Duty Black Ops, Cold War, ja, da sind unsere Zocker auch irgendwie schon die ganze Zeit zugange, die auf Ego-Shooter stehen. Cyberpunk 2077, ich bin gespannt. Ja, und die Spiele des Jahres 2020, das ist ja schön immer an Silvester, da geht das dann ja los mit den ganzen retrospektiven Betrachtungen des letzten Jahres. Und ja, da kann man immer so, das eine oder andere, was einem so durch die Lappen gegangen ist, kann man da eventuell dann noch rausziehen. Okay, gut, ich würde sagen, das war's. Ich bin erstmal durch mit der M-Games Arkamaniac und das war die Ausgabe Nummer 327 für den Dezember. Gut, schön, dass du noch angekommen bist, ich freue mich. In diesem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Wenn ihr Ambitionen habt, irgendwie auf die Homepage von den Jungs zu gehen, beziehungsweise das zu abonnieren oder so, ich packe euch einen Link unten drunter, wie immer. Und ansonsten viel Spaß beim Zocken. Viel Spaß vor allen denen, die jetzt gerade eine neue Konsole am Start haben und die Ehre hatten, von Sony beliefert zu werden, nicht wahr? Und dann noch die richtige gekriegt haben. Gut, ich bin erstmal raus. In diesem Sinne, wir sehen uns. Macht's gut. Ciao, ciao.